Mittlerweile schreiben wir den 24. Ingrim. Nur noch ein paar Tage, dann erwartet euch der Monat Raya. Verheißungsvoll, denn bereits morgen könntet ihr das Heer von Demiona geschlagen haben. Bis dahin habt ihr noch einige Vorbereitungen zu treffen. Der Praios-Tempel will besucht werden, um herauszufinden, woher die Gunst des Sonnengottes kommt. Euer Scheitwagen muss wieder zusammengebaut werden, um darauf einen Ausfall zu starten. Auf dem Markt habt ihr bereits eure ersten Besorgungen gemacht. Ebenso war Abelmir bereits noch einmal in der Akademie und hat sich dort einige Thesen besorgt. Nun haben wir Sonnenhöchststand und ihr könnt, jeweils mit einer Palastwache als Begleitung, euch am Hotel Alt-Zorgan absprechen, wohin euch die Füße nun tragen sollen, vor eurem letzten Tag. Ja, also, wie geht's denn jetzt weiter? Also, ihr seid jetzt die ganze Zeit durch die Straßen gerannt und morgen soll es dann wohl soweit sein laut euren Informationen. Wie geht's jetzt weiter? Nun, einige Dinge sind vorher noch zu klären und zu erledigen. Würden wir uns wohl die Schlacht vorbereiten. Auch wenn wir selbst natürlich nicht teilnehmen werden. Wir nehmen nicht an der Schlacht teil. Warum das denn nicht? Wir haben größere Fische zu fangen. Wir kommen doch gar nicht raus aus der Stadt. Und wir werden den hoffentlich glücklichen Ausgang der Schlacht nutzen, oder falls sie sich länger ziehen sollte, die allgemeine Verwirrung um auszubrechen und nach Oron einzureiten. Okay. Also ich habe jetzt heute Morgen schon gemeinsam mit Abel mir ein bisschen an dem Streitwagen wieder rumgebaut. Er ist wieder soweit gut. Wir haben hier noch zwei, drei Bolzen, da wissen wir nicht genau, wo die hingehören, aber ansonsten, wir haben ihn getestet, uns zwei älter zumindest. Und er wackelt nicht. Na, no, wie gesagt, wo die zwei Bolzen herkommen, wissen wir nicht. Igner gibt dir die zwei Bolzen. Ja. Schaut dich ein bisschen schuldig an. Ich schaue mir die auch mal an. Ich kenne diese Bolzen nicht, also gebe ich sie bei mir. Ihr schaut da wohl besser noch einmal drüber. Vielleicht solltet ihr die behalten als Ersatzteile. Ja, möglicherweise sind es Reservebolzen. Ich denke, wir können den Wagen ja noch zweimal oder dreimal auseinanderbauen. Vielleicht finden wir noch mehr Teile, die wir nicht brauchen. Ich denke mir gerade, vielleicht reiten wir doch lieber. Ich hab kein Vertrauen zu meinen Fähigkeiten und so, Ignar. Wo haben wir den Streitwagen da mitgenommen? Nun, nicht dafür, um am Ende zwei Bolzen überzubehalten. Wisst ihr, mein Urgroßvater ritt mal auf einem Streitwagen, in dem auch ein Bolzen fehlte. Sagt man sich zumindest. Er ritt auf einem Streitwagen? Ich dachte, man steht auf einem Streitwagen. Was weiß ich, kenne ich mich mit Streitwagen aus. Lasst mich raten, er ist im Moor stecken geblieben. Ja, also zumindest im Dreck. Naja, jedenfalls, es hat einen Grund, warum man in Weiden nicht mehr so viele Streitwagen fährt. Außer die in Tralorb und der Schule, aber vergessen wir die sind nicht. Egal. Ich kann ja nochmal durchgucken, ob ich irgendwas finde, aber. Vielleicht sind das einfach so Ersatzdinger, die einfach so dran waren. Kann doch gut sein. Und warum haben wir sie dann vorher nicht bemerkt? Genug von dem Wagen! Ja, also, die Frage steht noch, wie geht's jetzt weiter? Abelmir, hast du jetzt noch was vor? Nun, ich dachte mir, einen Elementar zu binden. Zu diesem Zwecke müsste ich noch einmal auf dem Bazar mir verschiedene Dinge besorgen. Ja, das hab ich schon gemacht. Hast du das schon geholt, oder nicht? Bist du verwirrt? Gestern haben wir doch die ganzen Sachen dafür gekauft. Nun ja. Ist ein bisschen zerstreut. Aber mir trinkst du wieder? Nein, in letzter Zeit nicht, aber nun gut. Du hast doch nicht von den Traumsteinen genascht, oder? Nein, sowas. Und mir nichts abgegeben? Ihr habt bestimmt wieder meditiert. Ihr solltet die Finger von solchen Sachen lassen. Ja, vor allem, wenn ihr mich nicht mit mir teilt, aber mir. Da werde ich immer ganz aufbrausen, müsst ihr wissen. Nun, ihr solltet wirklich die Finger von diesen Dingen lassen. Sie tun euch nicht gut. Aber die machen mich noch groß. Verwirrter, als ihr eh schon seid. Ich bin noch nicht verwirrt. Also, ich gucke gerade mal in die Liste. Das habe ich gemeinsam mit dem Wachmann für dich mit dir gekauft. Das Duftöl als Brandopfern, Zedernholz und du sagtest noch was mit Musik. Nun, ich bräuchte noch einen Rubinring. Haben wir auch gekauft. Hier. Ah, wunderbar. Hier, nehmt diesen Schein, diesen Schuldschein. Ihr habt ja bestimmt die Summe ausgelegt. Das hast du bezahlt, gestern. Ach, genau. Abelmir,
Ja, ich vergaß. Wie tief habt ihr in die Flasche geschaut heute Morgen? Wie viele Finger halte ich hoch? Kiaras, wieso teilst du mit ihm und nicht mit mir? Was ist das für ein Verhalten? Deswegen wundere ich mich, ich habe nicht geteilt. Okay, Beutax, was hast du noch vor? Du willst auch einen Djinn rufen? Ja, genau. Das hatte ich vor. Deshalb wollte ich mit Kiaras in diesen Rosengarten. Er ist wohl am... Ja, das war ein sehr schöner Spaziergang. Gefälligsten. Ja, wir müssen da nochmal hin. Ich muss da die Beschwörung durchführen. Okay. Findet ihr es wirklich zu richtig, gerne. Solche Art von Elementarwesen mit nach Oron nehmen zu wollen? Natürlich! Wir kämpfen immerhin gegen verderbtes Dämonengezücht. Und was könnte es nicht auch passieren, dass dieses Dämonengezücht im Gegenzug eure Elementare verdirbt? Nein! Wo denkt ihr hin? Nein! Ich werde einen mächtigen Elementar des Erzes beschwören. Der ist starrsinniger als 100 Zwerge. Der wird sich nicht so einfach von irgend so etwas Dämonischem herumkriegen lassen. Also. Und wenn er so starrsinnig ist, wie könnt ihr euch dann sicher sein, dass er im Falle eines Falles auch euren Befehlen folgt und nicht seinem eigenen Guten? Ich befehle ihm doch nichts. Das ist eine Bitte, die ich an ihn richte. Befehle. Das macht ihn nicht verlässlicher, Boltax. Ja, natürlich. Mit einem guten Verhältnis zwischen den Elementaren und mir, da läuft das. Immerhin ist es ja so, dass wir einst unsere Macht von dem Elementarherren des Erzes selbst bekommen haben. Also, wer, wenn nicht ein Djinn des Erzes, könnte uns in dieser Situation helfen? Wenn er euch frisst, helfe ich euch nicht. Wer soll mich fressen? Ein Djinn. Ein Djinn? Nein. Also, wer sollte mich der Djinn fressen? Okay, also, das heißt, du nimmst Kiaras mit. Was ist mit Isarun? Ich werde noch in den Hesinde-Tempel gehen und einige Forschungen anstellen. So, das hat es so erzählt, wegen den Ifrit-Team hat er so gesagt, ne? Richtig, ich hoffe, dass es hier genauere Aufzeichnungen über die bereits in Oron angetroffenen Dämonen gibt. Wird, glaube ich, schon mal nicht schaden, wenn wir da rüber wollen. Könnte in der Tat eine wertvolle Vorbereitung sein. Gut, und Kiaras, du gehst dann mit in den Tempel, hast du sonst nichts vor? Ich würde gerne vorher noch einmal einen Segen sprechen, in Vorbereitung auf, dafür brauche ich eure Rüstungen und eventuell auch die Rüstung eurer Pferde, wenn ihr welche habt. Und danach möchte ich in der Tat Boltax begleiten, um ein letztes Mal zu meditieren im Tempel. Wollen wir das nicht umgekehrt machen? Erst beschwöre ich und dann könnt ihr den Segen im Tempel direkt sprechen, wäre das nicht besser? Nun, ich müsste euer aller Rüstung mitnehmen. Das wird wohl möglich sein. Ich brauche bei der Beschwörung keine Rüstung. Ja, meine liegt immer noch in der Taverne. Ich beschwöre ihn nackt. Beim roten Kamel oder im gelben Kamel, wie auch immer dieses Kamelding da heißt. Lass dich nicht ablenken, wenn du dann nackt vor ihm stehst und verkehrst hast. Nicht, dass er dir da irgendwie... ein Knack. Kiaras, du wirst doch wohl nicht. Nur wenn du vorher danach fragst. Nein, das nicht. Kurzer Blick rüber zu Yalan. Nein, ich reagiere nicht. Rafim, was wolltest du? Du wolltest jetzt deinen Finger abschneiden, habe ich gehört. Was ist denn sowas? Also vielleicht, mal gucken. Ich weiß noch nicht, ob ich gefragt werde. Rafim? Ja. Bitte keine Selbstentleibungen, bevor wir in die Schlacht ziehen. Ja, ihr sagt jetzt so, als wäre das ja nicht ein große Ehre, sich da so segnen zu lassen. Ich wollte mich erstmal informieren. Ich wollte es ja schon eigentlich gestern gemacht haben, aber der Geweihte war wohl auf dem Schlachtfeld. Ja, das passiert natürlich. Es ist auch eine große Ehre, im Rondra-Tempel zu Arevo eine Schale Blut zu opfern. Trotzdem sollte man es nicht tun, wenn man eben jenes noch braucht. Ja, ihr und ihr Rondra-Gläubigen, ihr versteht das nicht. Aber ich glaube, das bricht nur eine Glaubensdiskussion, für die wir gar keine Zeit haben vom Zaun. Also wir machen einfach alle, was wir gesagt haben und treffen uns wieder hier. Und am besten keiner von euch stirbt, sonst muss ich den suchen, der euch umgebracht hat. Und das ist voll viel Aufwand. Okay? In der Tat. Ihr wünscht. Aber mir, pass auf dich auf. Du wirkst sehr verwirrt. Natürlich. Mach mir Sorgen. Nicht, dass du dich verläufst. Nun, ich habe doch diesen starken Wächter dort. Sehr stattlich, der Mann, sehr stattlich. Vergesst nicht, ihm meine Münze zuzustecken, aber mir. Vergesst nicht, ihm meine Münze zuzustecken. Wie es sich gehört. Gewiss.
So, dann schnappe ich mir meinen Cousin, dessen Namen ich schon nicht mehr weiß. Aber er ist der Cousin von dem anderen, von der anderen Palastwache, und nehme den mit. Soll er mich führen? Ja, genau. Dann bringt er dich schon mal nach unten in Richtung des Rondra-Tempels bzw. des Chorschreines, und du kannst schon einmal gehen. Jalan fehlt noch. Nun, ich werde, ich es seit einigen Tagen plane, dich im Palast-Tempel die Aufwartung machen. Und ich war tatsächlich seitdem dort, aber seine Ehrwürden hatte keine Zeit. Nicht die Zeit, die ihm dem Maße erforderlich ist. Ja gut, dann ich werde dich nicht aufhalten. Ich warte dann wieder hier mit dem Eisbären von Rafim, und hat schon ganz schön viel Farbe bekommen. Also ist gar nicht mehr so weiß. Wird viel dunkler mittlerweile. Sind das Brotkrumen? Ist das Blut? Was? Dieses braune, flockige Zeug im Fell. Keine Ahnung. Haare, Fell. Ändert sich aber die Farbe mit der Sonne. Er färbt aus? Er färbt zu. Färbt ein. Nun, wenn. Vielleicht ist das gar kein echter Eisbär. Vielleicht ist es ein Braunbär, der nur gefärbt wurde. Keine Ahnung, mir egal, ich passe nur auf ihn auf. Solange ich noch meine Finger habe, alles gut. Ich hoffe, wenn Rafim sich seinen Finger abschneidet, bringt er ihn mit. Und wir aufverfüttern. Das ist ja widerlich. Aber effizient. Na, drauf rumkauen. Gut, dann ich warte hier. Dann alle mal los. Ihr habt viel zu tun. Hopp, hopp. Nun dann. Wir sehen uns in ein wenigen Stunden. Ich denke, hier in diesem Platz ist ein guter Treffpunkt. Rausgehen, sage ich noch. Lassen wir uns jetzt wirklich von dem Kleinen durch die Gegend scheuchen? Tatsächlich. Macht ihr. Ja, dann fangen wir doch einfach mal an mit Beutax und mit Kiaras. Jo. Ihr möchtet zum Rosentempel, richtig? Ja, alle zu segnenden Gegenstände mitgenommen, aufs Pferd gepackt und auf dahin. Genau, ich würfel gerade nochmal schnell die Regeneration, das habe ich nämlich vorhin vergessen. Ja, kein Problem. Entgegen besseren Wissens habe ich gerade nur meine Rüstung mitgegeben. Eine Regeneration ist das ein Tag. Ja. Ja, richtig gut gewürfelt. Naja, reicht aber. Gut. Dann fang doch mal an, was ihr tut. Ich glaube, wir fangen mal mit Kiaras und den Rüstungen an. Was hast du da denn vor? Ich möchte einen einfachen Objektsegen auf die Rüstungen machen, damit sie einfach geweiht sind nach Raya. Schutz gegen, ihr wisst schon wen. Einmal aufgewertet, damit ich es auf 10 Objekte wirken kann. Kannst du das aufstufen? Natürlich. Mhm, klar. Ja, ist okay. Also von mir kriegst du meine normale Kleidung und keine Rüstung, weil ich so. Ja, so, ich brauche nur das, was ihr halt anhabt, um es zu segnen. Damit es einfach geweiht ist und euch Schutz gegen Einflüsse von, ihr wisst schon, wem bietet. Mhm, gut. Ich nehme an, gegen die Miona zu zählen ist ein kirchlicher Auftrag. Aktuell ja, doch schon. Nicht wirklich. Ja, doch, erzähl mal, was gibt's da so an verschiedenen Möglichkeiten? Das ist auf alle Fälle in Einklang mit Raya, das auf alle Fälle. Ja, also in Harmonie sein gibt es, dann gibt es aus Notlage heraus. Das ist keine Notlage. Gut, also Harmonie mit dem Weltgeschehen sind dann -2, kirchlicher Auftrag wäre -7. No, es ist kein richtig kirchlicher Auftrag, es ist nur in Harmonie mit der Göttin, ja. Okay. Dann im Raya-Tempel, zweifach geweiht nehme ich an. Zweifach? Gibt es Mitbeter. wenn du fragst, wirst du nochmal 10 Akoluten bekommen, ja, aber Boltax lasse ich nicht zählen. Der Garten ist sogar ein Reihe-Heiligtum. Das sind dann 4. Der Rosengarten ist ein Heiligtum? Ja. Ah, hast du Glück, dass Boltax recherchiert hat. Und 10 Mitbeter sind auch mal -2. Technisch gesehen dürfen die 10 Akkoloden jeder ihre LKW werfen und für jede 5 Punkte kriegst du auch einen. Aber, Können noch patzen.
Ja, aber das du willst nicht, dass die würfeln, die haben keine guten Werte. So, dann alles klar. Dann würfel mal bitte deine Liturgie-Kenntnisprobe mit den Erleichterung. Ja, und dann noch, da war ich es einmal aufstufe, das ist ein zweier Schwert. Easy peasy. Und dann erzähl mal, was du so tust. Ja, ich lege die einzelnen Objekte alle vor mir sauber geordnet hin. Und nach der Reihe berühre ich sie mit einer Hand und schlage mit der anderen Hand das Zeichen der Reihe darüber und spreche jedes Mal wiederholt das laute Gebet. Raya, schütze uns in den kommenden Tagen, schütze uns vor deiner Feindin, schütze uns, dass ihre Energien, ihr Einfluss keine Wirkung auf uns hat, schütze uns, auf dass wir dein Werk vollbringen. Dann machen wir weiter mit Bulltox. Ja, also während Kiaras am Segnen der Rüstungen ist, würde ich mich im Raya-Tempel erst rituell reinigen. Nackt bin ich ja schon. Und dann auch den Rosengarten betreten und mich mal umsehen. Sehe ich einen von den Rosengins hier vor Ort? Ja, selbstverständlich. Eine ganze Menge, die du dann hier erkennen kannst, die laufen oder ja, was heißt laufen? Die gehen dann hier auch umher. Du kannst auch sehen, wie sie wohl einige dann auch große Eimer mit Wasser haben und dann die anderen Rosen dann auch gießen. Also die übernehmen hier teilweise wohl auch sowas wie Gärtnerarbeiten. Und wenn du dann auf einen zugehst, dann wird er dich auch ansehen und ja, sehr freundlich dann auch auf dich reagieren und dich ja, wohlduftend anstarren. Großer, werter Geist des Lebens und der Rosen, kann ich euch darum bitten, diesen wunderbaren Ort zu nutzen, um einen Vertreter des Erzes herbeizurufen, der mir im Kampf gegen die Verderbtheit zur Seite stehen wird. Des Erzes? Dies ist ein Ort von Harmonie. Kannst du uns denn versichern, dass dieser Erz-Djinn, ein Bruder von uns diesen Garten nicht zerstört? Ich will mein Bestes tun und es euch versichern. Also gut, dann magst du dies gemeinsam mit deinem Freund hier tun. Aber Obacht. Ich danke euch, großer Geist der Rosen. Ja. Dann würde ich mir einen entsprechenden Ort heraussuchen. Im Idealfall in der Nähe von einem entsprechenden Lefthans-Bildnisses, das ja gewisse Synergien mit dem Element Erz aufweist, würde das Material, das ich zur Beschwörung benutze, und die einzelnen Donaria jeweils schön darum anordnen und dann, so wie ich bin, mit meiner Beschwörung beginnen. Genau, du hattest es schon mal zusammengerechnet, Anrufungsprobe, Beschwörung, Schwierigkeit. Bist rituell gereinigt, dann kannst du schon mal die Probe würfeln. Geschenke sind dabei, also eine Marmorstatuette, Kette aus poliertem Stein und auch Edelsteine, wieder im Wert von 10 Dukaten. Genau. Das ist knapp gelungen. So. Dann kannst du sehen, wie vor dir, du legst deine Hände auf diese Marmorstatuette und kannst dann sehen, wie ein kleiner Riss in der Statuette klafft und dann siehst du, wie auch vor dir die große Leftan-Statue in einem großen Riss einmal in Richtung des Erdbodens fällt, abrutscht und dann in eine Senke verschwindet und du guckst mit schreckgeweiteten Augen in Richtung der Rosen-Djinns, die dich dann auch sehr maßregelnd ansehen, als du dann erkennen kannst, wie Leftan wieder nach oben steigt, herunterbröckelt und dann siehst du, wie die Leftan-Statue vor dir ja weiter rumbröckelt und Roak nur vor dir steht. Wieder rufst du mich, kleiner Bruder. Und wieder schaffst du es einmal nicht ohne meine Hilfe. Roak nur, ich bin froh, dich zu sehen in diesen Zeiten, denn
Diesmal geht es wieder der Verderbtheit der Elemente. Wir müssen ihnen Einhalt gebieten und dafür benötige ich deine Hilfe. Ich will dich einladen, dass du an meiner Seite bist und in meinem Schlangenring verweilst, bis ich dich brauche und mir Schutz gewährst, wieder denen, die gegen die Elemente arbeiten. Eine tiefe und knirschende Stimme erklingt, du kannst sie nicht ganz verstehen, er murmelt da wohl in seiner eigenen Elementarsprache zu sich. Oh, du wirst mich nie erreichen, nie die Festen einreißen. Du musst lernen, auf dich selbst aufzupassen. Du hast noch viel zu lernen. Aber bis du soweit bist, werde ich dir helfen. Ich danke dir, Roraknur. Ja, nun, ich würfel mal die Kontrollprobe. Ja, geschafft. 19 gewürfelt minus 6. Ja, für die Bindung in den Schlangenring. Junge, Junge. Knapp, aber geschafft. Ja, du siehst, wie Roraknur bzw. diese Leftan-Statue vor dir wieder zerbröckelt und einfach nur noch Staub vor dir liegen bleibt. Kiara sieht dich mit einem vorwurfsvollen Blick an, genauso wie die Rosengine. Ich mache einen sehr betroffenen Blick und seufze einmal tief und verneige nochmal mein Haupt, weil es mir unglaublich leid tut. Wir wollen dich hier nie wiedersehen. Ja, ich verstehe. Es tut mir unglaublich leid. Geh jetzt. Natürlich. Hab Dank. Ein Geschenk von in Zukunft zwerghafter Meisterlichkeit wäre sicher ein gutes Versöhnungsgeschenk. Das ist eine gute Idee. Das werde ich bei Zeiten anfertigen und dem Garten zur Verfügung stellen. Eine Aufgabe für die Zukunft. Ja, in der Tat. In der Tat. Ja, vielleicht noch sowas wie eine Spende an den Raya-Tempel von dir. Natürlich. Wie viel denn? Ich hinterlasse für die Schäden, die ich verursacht habe und für, na, ich war alles rundum für den Segen, den ich durch Kiaras erhalten habe, 35 Dukaten. Na bitte, dann sind die Rosengine zwar trotzdem noch ziemlich wütend, aber die Raya-Kirche wird da dann keine weiteren Anklagen gegen dich erheben. Mit 35 Dukaten ist, glaube ich, die Left-Hand-Statue auch wieder aufgebaut und der Riss ist auch irgendwie wieder gestopft, das kriegen die schon hin. War ja auch nur Leftan. Gut, dann machen wir weiter mit der nächsten Herbeirufung. Es ist ja keine Beschwörung, sondern eine Herbeirufung von Abelmir. Ja, ich hatte mir, glaube ich, einen Innenhof der Zorgana Akademie ausgesucht und hatte die Spezialität gebeten, den Ritualplatz entsprechend meiner Anweisung herzurichten und sie gebeten, mir 6 Eleven als Ritualhilfe zur Verfügung zu stellen. Ich hoffe, dieser Bitte wurde entsprochen und der Platz wurde soweit vorbereitet. Also du kannst vor dir sehen, ein Lagerfeuerplatz, also da sind irgendwie Kohlen zusammengeschaufelt worden, 3 Baumstämme drumherum und darauf sitzen dann 6 Gaukler, die gerade musizieren und singen und sich irgendwelche Lieder und Geschichten erzählen. Nein. Alles muss man selber machen. Ja, ich weise die Eleven an oder jemand die Dienstboten an, ein Hexagramm in diesen Sandboden auszulegen, mit Hilfe dieser glühenden Kohle, mit Hilfe von Spaten, wie auch immer. Also, die sollen sich mit bloßen Händen machen. Ein Hexagramm, geformt aus glühenden Kohlen. Das Hexagramm ist von einem Dreieck umgeben, dem elementaren Feuerzeichen des Feuers. Darum herum ein Bann- und Schutzkreis, also ein Kreis. An den Ecken dieses Hexagramms sollen Kohlenpfannen stehen. Hinter diesen also die Kohlenpfannen mit Kohlen bestückt etc. Die Kohlenpfannen, dahinter stehen diese jeweils eine Lewe, die jeweils die Geschenke und die Donaria jeweils in der linken und rechten Hand haben
Und weise die Musiker an, sich an einem bestimmten Platz, Stelle dieses Platz zu begeben und wilde Melodien zu spielen, die nach von Zerstörung und ja, Krieg und Zerstörung klingen. Ja, das künden, okay. Wie auch immer. Das, solch einen Wunsch haben sie tatsächlich noch nie vernommen, aber sie sind dazu in der Lage. Ja, ich würde mich dann nochmal in die Akademie begeben, mich rituell waschen, meine Kleider ausziehen, die Bannrobe anziehen. Barfuß bin ich natürlich ebenfalls. Und würde dann in nochmal kurz meditieren, so 10 Minuten. Ich einstimmen. Viertel Glas etwa, ja. Und mich dann in den Innenhof begeben. Dort angekommen würde ich erstmal um den Kreis herumtanzen, in Anklang, in einer Abwandlung, in das Tanzen der Marder, zu den Klängen dieser Musiker. Und langsam würde ich auch das Hexagramm durchschreiten mit bloßen Füßen auf diesen glühenden Kohlen und auf diesen Kohlen sozusagen tanzen. Einmal, zweimal und mich dann, nachdem meine Füße vermutlich sehr gelitten haben und verbrannt sind, mich in das Innere dieses Hexagramms begeben und die Beschwörung anstimmen. In das Innere eines Hexagramms begeben ist natürlich auch mal besonders gefährlich, weil da diese Wesenheiten drin beschworen werden. Ja. Wie viele W6 möchtest du denn Schaden nehmen? Ein W6 würde dir eine Erleichterung von 1 geben. 3, 4, 5? 3 W6. 3 W6 Schaden sind 3 Punkte Erleichterung für Anrufung und auch für die Kontrolle. Nur für beides. Ist für beides? Ich meine, es nur. Ja, Schmerzen durch Feuer ertragen ist eine minus 1 und. Wenn du jetzt 3 W6 Schaden nimmst, dann bekommst du 3 Erleichterungen für sowohl Anrufung als auch dann für die Kontrolle. Kriegst du trotzdem. Gut. Dann das ist ein sehr netter Elementar. 12 Wunde 12 bekommst Schaden. Du natürlich trotzdem. Ja, die 12 Schaden. Ich hatte den Djinn-Ruf schon vorher ausgewürfelt. Soll ich die nochmal auswürfeln? Ich genau, den jetzt... bitte da auch nochmal auswürfeln und dann... Also, dann tragen wir mal zusammen. Die Beschwörungsschwierigkeit ist 8. Ja, genau. Beschwörungsschwierigkeit ist eine 8. Dann haben wir Umstände des Ortes, das ist eine plus 1, weil wegen Stadt, Qualität der Beirufung, Kohlenfeuer, zehnfache Menge, minus 2, minus 2, Duftöl, Zedernholz und Schmerzen. Damit bist du bei einer minus 8. Gut, dann würfel ich nochmal die minus 8 jetzt für den Jinro. Sekunde. Und ich bald alle 10 Sternchen übrig. Genau, und für die Kontrollprobe bist du aktuell bei einer 14 mit einer Erleichterung von nochmal dann 6, ne? Ich hätte nochmal die Aufwühlmusik als nochmal als Geschenk genommen, auch mal minus 1. Da bin ich jetzt bei minus 6, minus 7, glaube ich, denn.